Hi Leute, wir sind's wieder. MC Arschel und Dr. LP alias Simon und ich alias Marshall. Für all die Leute, die den ersten Part nicht gesehen haben. Das ist, also in dem ersten Part, den werde ich hier irgendwo verlinken. Ich kann jetzt ja nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier habe ich es verlinkt. Und ich werde es also hier irgendwo im Video verlinken. Da haben wir halt im ersten Part haben wir haufenweise Rohstoffe gesammelt. Nein. Simon ist gerade verreckt. Und da haben wir Mit halt die ganzen schön viel Rohstoffe. Sachen. Kannst du ja wiederholen gehen. Da haben wir ja dann die ganzen Rohstoffe her und da haben wir uns gesagt, oder habe ich mir so überlegt, jetzt fange ich schon wieder mit M sagen. Ich hasse Leute, die das oft hintereinander sagen. Ja, sage ich schon wieder. Also die Folge, die ist verlinkt. Und jetzt fangen wir also diese Folge hier, die zweite, da wird jetzt angefangen mit Sachen craften und Maschinen bauen und altes tägliche Ticket-Leben. Erstmal ein Setup zum Starten und dann können wir uns irgendwas anderes erlauben zu bauen. Ich gehe jetzt noch mal kurz ein bisschen Holz holen. Ich hoffe, dass ich meine Sachen wiederfinde. Gib dir mal Mühe. Ja, da waren schöne Sachen bei. Sag mal, haben wir gar kein Holz? Wir haben keins mehr, ne. Ja, da gehe ich mal so Holz holen. Ich würde vorschlagen, da wir ja für Forestry, zumindest die Bienenhäuser, noch zwar gut zu der Herstellung des Bienenhauses, aber das Bienenhaus an sich ja keine Energie benötigt, können wir ja dann schon anfangen, Bienen zu ziehen. Können wir machen. Und ich habe meine Sachen wieder gefunden. Das ist gut. Meine schönen Sachen. So. Schnell nackst und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Was nehme ich? Stein. Nö. Doch kein Stein. So. Die Axt. Gut, passt hier nicht mal rein. Hier passt es allerdings rein. Das passt hier unten. Unsere 8 Eisen von vorhin, die ich nochmal durchschmelzen wollte. Wenn man nämlich, ich kann erklären nochmal kurz, wenn man normales Eisen nochmal in den Ofen haut, kommt Refined Eisen raus. Das braucht man für so ziemlich alle Maschinen in Industrialcraft. Werdet ihr auch später noch sehen. Und ich gehe nochmal ein bisschen nebenbei Holz holen. Und es regnet. Juhu. Ja. Freuen wir uns ja alle. Mich stört's ja nicht. Mich stört es an sich so auch nicht. Also, erkläre ich mal jetzt folgendermaßen, was jetzt so mein Plan für diese, ich schätze mal, 3 oder 4 Folgen ist. Ich werde so mit Simon jetzt das Energiesystem aufbauen. Wir bauen auf Geothermaltechnik. Das heißt, oder ich erkläre es folgendermaßen. Wir holen uns Lava aus der Hölle. Und das Ganze über eine spezielle Apparatur mit Ender Chest Mod und so holen wir das Ganze in unsere Welt. Eimer natürlich, weil Zellen kann man nicht wiederverwenden und es wäre einfach zu viel Zinnaufwand, wenn man Zellen nehmen würde.
Deswegen mache ich das Ganze mit Eimern. Und das System ist auch alleine, selbstständig. Das heißt, sobald kein Strom mehr da ist, befüllt sich es automatisch. Und ich glaube, das Warnsystem können wir ja wieder einbauen. Mit der Sirene. Ich meine, Ja, das kann war man auf ja. jeden Fall richtig cool. Ich meine, dann habe ich nämlich in meiner alten Welt oder in unserer alten Serverwelt, da habe ich ein System gebaut, dass wenn die Lava mal, da es hier Multiplayer ist die Hölle natürlich und die ganzen Mods so ein bisschen fehlerhaft. Und da habe ich halt ein System gebaut, dass wenn jetzt die Lava leer sein sollte, in der Hölle nicht, aber die Eimer nicht mehr mit Lava befüllt werden, kann auch keine Energie mehr und das heißt, wir würden einen Stau kriegen, wobei es auch keine Energie mehr und dadurch würde sich unser Lagesystem halt einen Stau da drin bilden. Und um mich da zu warnen, habe ich halt von, wie heißt das jetzt? Nuclear Control, möchte ich sagen, war der Mod, habe ich mir die Sirene genommen und die ertönt jedes Mal, wenn wir jetzt zum Beispiel keine Energie mehr haben, also keine Energie mehr produzieren im Lagersystem und das würde ich so auch wieder bauen. Weil halt, so weiß man immer, wenn das Signal ertönt, wir müssen in die Hölle, gucken, was los ist und das Ganze reparieren. So. Das sollte jetzt erstmal genug Holz sein. Nein, das muss ja kommen. Ja, was sonst? Ich sterbe auch wirklich in jeder Folge mindestens einmal. Das ist jetzt das vierte Mal, wenn ich richtig mitgezählt habe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich, ich will doch nur leben. Genau, fightet beide los. Ich wette auf Spinne. Nein, ich hab verloren die Wette. Los, nächste Spinne. Greif Skelett an, los. Aha. Die kämpfen beide. Erst die eine Spinne und dann die andere. Ja, Spinne hat gewonnen, siehst du. Ich hab auf Spinne gesetzt und gewonnen. Ah. Nein. Spinne, greif die Skelette an. Spinnen sind mir unterstellt. Haben wir noch Fleisch? Ja, ne? Irgendwo. Ach Nehme ich hier. an. Dann können wir schon anfangen. Ich habe letzte Folge einen Eisenofen gecraftet und einen Maschinenblock. Der Maschinenblock ist einfach nichts weiter als 8 Eisen wie eine Truhe angeordnet. Da hat der Maschinenblock. Und der Eisenofen ist nichts weiter als ein. Also, wie ich es gebaut habe, normaler Steinofen und 5 Eisen. Ich mache mal jetzt nicht mit Refined Eisen, sondern normales Eisen. Soll ich vorstellen, das ist jetzt normales Eisen und hier würde der Steinofen hinkommen, der normale, und dann würdet ihr einen Eisenofen bekommen. Mit diesem Eisenofen und einer Batterie, die ich gleich baue. Simon verlagert hier schon wieder. Wo ist mein geschmolzenes Zinn hin? Das Zinn ist hier oben drinne. Ach, das hattest du noch beim Wickel. Viermal Threads, da nehme ich mir komplett raus. Das Kupfer. Wir hatten doch irgendwo schon Darkgummi. Also. Fangen wir an. Kupfergabel. 6 Kupfergabel. Alle isolieren. So. Das erste, was wir brauchen, ist ein Schaltkreis, denn wir bauen demnächst einen Maserator. Der halt. Maserator. Maserator, genau. Ich habe an Maserati gedacht und dann kam dann Maserator raus. Und
Der verdoppelt halt die Erze und das ist dann natürlich 100% mehr Ausbeutung, genau, Ertrag als wir so schon haben, und das ist dann ganz jetzt komme ich aufs Wort nicht, ertragreich. So, du machst oft die Truhen auf und zu. So, das ist ein Generator. Damit erzeugen wir demnächst gleich Strom. Anfangs aus Kohle und hinterher aus Lava. Guck. Kannst ja mal schlafen legen. Ich bin schon. Genau. So. Und den Generator haben wir. Sollte noch Zinn da sein für Batterien. Passt ja genau. Drei Batterien. Holz. Also wie gesagt, die ganzen Ressourcen, die wir hier haben, sind alle nicht gecheatet. Die haben wir ehrlich in der ersten Folge abgebaut. Und das beweist das. Der erste Part, wo wir über 1 Stunde und 40 Ressourcen abgebaut haben. Also nur für die Leute, die sich das angucken wollen. Da wurden die Ressourcen abgebaut. Ansonsten fängt hier das richtig an mit Maschinen und allem drum und dran. So, drei Flint brauche ich dich. Einen haben wir da. Du hast doch Holz gesammelt, oder? Ja. Ach ja. Gibt nicht gleich Oder alles nee, aus Ei. kannst du behalten. Ja. Wenn du schon fragst, dann musst du doch behalten. Ich brauche mal kurz. Ha! Schmeiß mir mal ein bisschen Gravel zu. Ich stehe hinter dem Gravelberg. Ich baue Gravel ab und ich gehe dann mal kurz die Batterien meiner Maus auffüllen, denn ich baue gerade die ganze Zeit Gravel ab. Schnell, schnell, werf mir zu! Was soll ich dir zu werfen? Gravel! Hä, was machst denn du da? Ja, meine Maus hat sich gelockt. Ich muss schnell Batterien holen. Werf mir Gravel zu. Nimm aus der Truhen raus und werf mir Kies zu. Ach Schnell! so. Schnell, schnell, schnell! Ich baue gleich den Boden kaputt! Schnell! Ja, Hammer. So muss es ausgerechnet mir passieren. Ich bin gleich wieder da. Oh nee. Ja, Hammer. Bin ich wieder. Hoffentlich sind die Batterien voll. Ja, Hammer. Das Wie viel reicht denn jetzt schon da? Ich brauche Neues. Ah, er hat aufgehört. Nein, Na, ich glaube, die ich habe mich schon Batterien. gewundert, was du da machst. Gravel fahren. Ja, das habe ich auch gemerkt. Toll, ich glaube, die Batterien sind doch nicht gerade viel besser. Oh nee.